Wir testen eine Woche lang virale TikTok-Food-Trends, angefangen mit dem Gurkensalat. Itadakimasu. Und das, obwohl ich Gurken hasse. Ganz wichtig für den Trend, wir müssen die Gurken cool schneiden. Dafür braucht ihr zwei Stäbchen. Die Gurke legt ihr dazwischen und schneidet die erstmal in so einem 45-Grad-Winkel ein. Danach dreht ihr das einmal um und schneidet gerade durch. Dann müsstet ihr theoretisch die Form hinbekommen. Ist gar nicht so schlecht geworden. Ich mache das schnell noch mit der zweiten Gurke. Tada! Und jetzt müssen wir uns die Soße anmischen. Ein Löffel Red Pepper Flakes. Ein Löffel braunen Zucker. Dann noch Sojasauce, aber weil ich gemerkt habe, dass meine Sojasauce leer ist, habe ich noch so eine Sushi-Sojasauce. Ist das gleiche. Dann noch ein Löffel Reisessig und ein Löffel Sesamöl. Dazu noch ein Löffel gerösteten Sesam und alles gut umrühren. So in etwa sieht dann die Soße aus. Moment, ganz wichtig, ich habe Knoblauch vergessen. Mit Knoblauch schmeckt es safe doch besser. Ich habe die Gurken nochmal aufgeteilt und die kommen jetzt hier rein. Ihr wisst, ich bin nicht wirklich ein Gurkenfan, deswegen hoffe ich wirklich, dass die gut schmecken. Itadakimasu. Das schmeckt überraschend gut. Und wie gesagt, ich mag schon keine Gurken. Also wenn ihr Gurkenfans seid, 10 von 10 would recommend. Und was sagt ihr, welchen TikTok-Trend sollen wir morgen ausprobieren?